Und damit kann es weitergehen mit Let's Play Fat Grand Order. Wir sind immer noch in der Guda-Guda-Kampagne und widmen uns nun hier dem nächsten Abschnitt. Beim letzten Mal mussten wir leider mit ansehen, wie seltsame Dinge passieren. Wir haben nämlich gesehen, was kommt denn da für ein Marder von Servants? Oh oh. Eigentlich ist... Ja, das werden wir schon mit Deichsel. Also, wir haben gesehen hier, wie eine seltsame Truppe aus Tesla und einigen anderen, die sich hier zusammensetzen, um irgendwas anzufertigen. Wir haben ja eine Armee von Robotern schon gesehen, die uns angegriffen haben. Und nun müssen wir uns ja irgendwie durchschlagen. Mein Enkidu, den nehmen wir sicher. Und beim anderen ist es doof. Dann nehme ich Ryder. Komm. Genau, weil Caster, das geht dann schon. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, was wir gegen diese seltsame Operation angehen können. Und... aktuell stehen wir auf der Seite des Shinsen Gumi und es war ja klar, Nobukatsu ist hier unterwegs. Aber was hat er hier vor? Ja, that was close. I almost got caught. Who knows what would have happened if Big Sister had found out? She just started throwing around stuff like seppuku all willy-nilly. But if the Setsu Lord manages to take her out for me, I can finally be the official head of the Oda Clan. My rise to power is inevitable now. You're right. Inevitable. Yep, totally inevitable. Oh crap, Big Sister, this is all according to Keiko. I mean, this is all just a big misunderstanding. Fool me once, shame on you. Fool me twice, you may be family. But you've exhausted my patience. Nobukatsu, you just wait right there. Auntie, she's usually so soft on her family members. Even Ramaru and Nagoyoshi did whatever they wanted. Well, I guess it's time to pay the piper. Hold it right there, Mademoiselle Lord Nobunaga. Behold, the Bluffy Research Institute and my chosen industry work together to develop the MNN-01, also known as the Nobu UFO. Ich dachte jetzt, es kommt so die ultimative Waffe. Und dann, Nobu UFO? You're stealing my brand. You owe me for copyright infringement. Ew, they creepy. Aber Nobu UFO. Ah, stop. They may not look it, but the Nobu UFOs are extremely fragile. Psychologically. So those Skullyard insults really sting. That was helpful, Katsuro Tesla. I knew Chizu was better than those useless Shoti Satsuma barbarians. See you know when you know where for the know you know what. Huh? Ah, hold it, Nobukatsu! Ah, these weird UFO myths are so annoying. Ha! There's plenty more of them. Looks like you're running low on fuel. Care to give up? I'm still good. Master, use a command spell. Let's get him in one so. Careful, Okito, the stairs. Ist sie umgefallen, oder wie? What do you think you're doing, Okito? This is no time to fall asleep on the job. Mister... Hijikata! Okita, I'm glad you're okay. Yes, hello Maxi, was it? You've done well up until now. Leave the rest to us. Everyone, draw your swords. Let none escape. Now is the hour of... the Shinsengumi! Okay, liebe Leute, oh, was ist denn der von der Klasse? Ich habe jetzt gar nicht geschaut, aber ich denke jetzt mal, Berserker ist auch so wie er hier ausrastet. Nein, ich müsste ein Saber sein. Jeder mit dem Schwert ist dasselbe. Obwohl, Katscha ist auch ein Berserker, was ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber, ich denke mal, es war keine gute Idee, sich hier Nobunaga anzuschließen, weil so wie es aussieht, steht Nobukafu in Wahrheit hier den Bösewicht da. Doch, was er vorhat, haben wir auch noch nicht herausgefunden. Also. So. Wird wieder nichts mit dem Noble Fantasy. Egal. Schauen wir mal seine Attacken. Tja, tsch,
Zack, zack. Cooler Move. Und die können Laser rausschießen. Ach so, die sprengen sich selbst in die Luft und spawnen einfach wieder nach. Wieso eigentlich, wenn ich mal so doof fragen darf? Mod, Mod! Warte mal, aber mach mal ein Enkidu-Rage-Kombo. Enkidu sind wie mein Ding. Also ich muss sagen, Marte, ihr Design gefällt mir jetzt, nachdem wir die erste Ascension ja vor ein paar Parts hatten. Wir hatten ja hier Event gemacht. Gefällt mir ihr Design so gut. Davor, ich weiß nicht, sie hat nur ein, zwei Schleifen und jetzt hat sie ein bisschen rote Kleidung, aber davor hat sie so wie ja, so richtig farblos gewirkt und jetzt, das gefällt mir so gut, ihr Zähne-Design. So, und jetzt machen wir dasselbe nochmal mit Mordmord. Jeder hat ja einen Gegner bekommen, das ist schön. Komm, mein kleiner Tarask, oh, da ist er, der süße Kleine. So, also wenn das schon alles war, war das jetzt dazu beeindruckend. Schick's wieder ein paar Roboter auf uns. Fatal Battle. Oh. Saigo Edimaro und Tesla. Machen wir erstmal den. Können wir das psychologische Ufer einfach beleidigen und dann hört er auf, uns anzugreifen? Wäre nur mal so ein Gedanke. Die Animation war zu geil. Also so. Dann ist er down. Komm schon, oh, Leute, wir kriegen das hin. Sehr schön. So, und der Caster wird kein Problem sein. So, und jetzt ist es Zeit für Noble Phantasm Rage, oder? Increased Buster Card Effectiveness. Sind wir ready, ja, freilich, also. Einmal schwarz, oder? Ja, genau. Einmal schwarz. Ne, warte, machen wir so. Zweimal. Dreimal. Wer hat ja das ein oder andere Aggressionsproblem? Hijigata, Mann, der war ja derbe geil. Tesla hat auch ein cooles Ding hier. Das sieht so irgendwie so ein bisschen aus so wie Thanos Arm. Das könnte irgendwie wehtun, warte mal. Das macht nicht zufällig, was er unverwundbar. Wie ruft die auf super. Das könnte jetzt wehtun, aber wenn man sieht, man Noble Phantasm. Nee, warte mal. Doch, Marta muss sich beschützen. Enkidu zerstört ihn nämlich. Enkidu! Schade, wir hätten eigentlich. Also hätte man sinnvoll gekämpft, hätte man erst auf den gehen sollen, weil der hat ja natürlich hier erst sein Noble Phantasm voll. Aber egal, dann sehen wir ein neues Noble Phantasm, ist auch cool. Bist nicht so beeindruckt, mein Freund. Enkidu ist fast tot. Ich dachte, er übersteht das besser. Komm schon! Enkidu. Da wurde sie leben, liebe Leute. So. Jetzt. Oh, Enkidu ist gestunt. Naja. Dann. Haben wir hier nicht die große Wahl. Vladi, Vladi, Vladi. Vladi, Vladi, Vladi. Da schon Vladi. Ja. Yeah. Hui.
Ja. Ist, wieso hat eigentlich jeder Gegner immer Noble Phantasm, was auf meine ganze Party geht? Und ich habe immer Noble Phantasm, die auf einen gehen. Das ist voll madig. Okay. Haben wir das alles? Oh, und dann schauen wir, wie es weitergeht, oder? Meine guten Freunde. In der Hoffnung, dass hier die Shinsengumi die Bösewichte hier zurückgeschlagen haben. Auch wenn wir noch gar nicht wissen, was sie hier machen. Time to end this. Irgendwie habe ich Mitleid mit dem. Impossible. My entire fleet of Mechanobos eradicated. Annihilated. Good. Time up. We interrogate him back at our base. Hey, are you guys all done here too? Looks like his buddy has given up too. Sending an archer to attack Ryder seems quite unfair. The Nobos were dropping like flies. Gotcha did good too. I shot flames out of my arms at them. Wait a minute. Ah! Why do flames come out of Gotcha? Das ist sehr geil. Wieso soll ich kaum Flammen aus meinen Händen? We'll interrogate that one at our place too. If you've no more business, be gone. What? That's our line. I'm taking that line hat with me. You should be the one on the schedule. So you're trying to take all the credit? Can you both please come down? Komm, lass dich einfach alle umarmen und lieb haben. Now it's my chance. Binding Edimora's shoulder flesh. Und er ist weg. They don't call me fleeing Katsura for nothing. Behold, KT Body Flashbang. Das sind natürlich geile Fähigkeiten. Ah, it's bright, my eyes, Katsura's eyes. Ah, Katsura mask to the rescue. We shall say farewell for now. Note that my united Satsumo factory in Toba is rolling out tens of thousands of Mechanobos as we speak. And Chozo Industry Technics and Fushimi is also currently conducting tests with an even more powerful weapon. I suggest you to prepare yourself. We shall meet again. Ciao! Ihr seid richtig gut. This is all your fault. You'll let them escape. So the headquarters is in Toba Fushimi. Dachte mir auch schön, dass sie es gesagt haben. Either way, the Odo Bakufa is going to kick all of their butts. Maxi, we're leaving. But Okita is... I'm fine. I can still fight. So, das sieht ja jetzt ganz und gar nicht aus hier bei unserer Lieblingstruppe hier. So, ein Quartz, den nehme ich natürlich immer gerne. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Machen wir gleich ohne Pause hier weiter. Denn wir haben zwar eine Spur, aber wo gehen wir jetzt hin? Stürzen wir uns nach Bakufu oder wandern wir jetzt direkt zur Fabrik? Aber eins sicher, zwischen den Konflikten müssen wir lösen. Und zwar hoffentlich in Section 4 Universal Battle of Toba Fushimi. How is he? Has her fever broken? Master, Katsura. I'm at headquarters. Alright, this again. Thank you for taking care of me. I'm fine now. Yes, you sound much better. You just stay right there in bed and don't worry about a thing. Silly kids should listen to grown-ups. Katsura will watch you over you and make you all better. You just dress as much as you want. Genau, wir holen Reis und noch ein paar Essiggurken. Deine Essiggurken haben wir genug. Senpai, do you have a moment? Wo warst du? Genau, das fällt mir eigentlich echt auf. Sorry for disappearing so long. It's just while you were heading toward Dekidaya, I asked Da Vinci to perform an analysis of this realm. I'd rather not speak of it here. Is there somewhere we can talk privately? Do as you please. Katsura will watch over her. Katsura is the best at nursing people back to health. You're like a tiny mommy. And don't say dumb things like that. It's just cause Katsura is a berserker. Just go do your thingy. I had Da Vinci research this realm and it apparently turned out to be a bit unusual.
Hey, how's it going? I wasn't really interested in doing this, but Mesh insisted, so I performed an analysis. Isn't it the usual mess of a realm? Well, I thought it was just like the last similar disaster you walked into, or just another singularity. But let me cut to the chase. This realm is kind of stasis. Stasis? Does it mean time won't go forward? It can't move into the future? That's right. That place isn't a singularity of a specific point in history, nor is it a time in history that's been altered. It is just a single point in time that's unconnected to the past and to the future. I initially thought it was some parallel world history that got derelict somewhere along the line. But it's not. It's a world where time has stopped there, and only there. If we think of human history as a narrative spanning thousands of volumes, then that world would be like a series that ended only a single volume. It is entirely unrelated to human history. A world that ends in a single volume. The Guda-Guda particle is a fuzzy concept, but this is actually the opposite. I can sense an unwavering will behind this. A strong will that saying it ends here, or nothing beyond this point is necessary. You dummy! That came from Okita's room. Wait, senpai. We call you back, Ravinci. Wake up, Okita. It's time for battle. We're headed to the Tobo Fushimi. The enemy has apparently gathered there. Shut up, you muscle-brained man-slaying scary face jerk! She's in a shape to move. Get out! Alright, a burning fever is nothing to the powerful and invincible Okita. If you're coughing up blood, then you must have plenty to spare. Obviously your lungs are strong. Good then. Then order lot have already assembled. Let's go. That's my schönes argument. No. It's not okay, dummy. And you too. Kids who catch a cold need to stay home and rest. Thank you for being concerned for me, Kachabadai. I'm the Shinsengumi First Unit Captain Okita Soji. Now let's go, Master. I cannot allow Nobu to be the only one to look cool. Okita. Oh, come on! Your military stooges are all the same! What's the point of pride and honor if they just get you killed? You are stupid, stupid, stupid head! No, you know what you are! Stupid, dumb, dumb duty head! Ah, Kacha can't deal with you anymore! Kasha's gonna wreck all of your dummy platform now on. Okay. Oh, but first, here's some medicine for you, dummy. So take it after you eat, brats. Kasha, I wonder why she's going get so mad. Huh. If she were one of us, she would have to commit seppuku for deserting us before the battle. Whatever. Shinsengumi, moving out. Also, Okita ist in einer furchtbaren Verfassung und wir sollen uns jetzt hier ins Gefecht stürzen. Nicht die beste Idee. Woohoo! What do you think of the new and incredible robot army that my United Satsuma has mass produced for us? I had some time to tweak them a little and so the production rate and performance went up by 20%. This is all thanks to our 24-worker-day. Bald wirst du auch die 25-Stunden-Tag erfinden. I see you're still not all timid about breaking labor laws. Zu seiner Zeit gab's es so nicht, oder? And my new Kocha Industry super weapon is finally out of their prototype phase and in official production. Even matchlock guns are no match against them. This is the indomitable strength of the Universe Satsu Alliance. This will be the end of Big Sister's reign. Why you? So many variants of me crawling all over the place. You guys are here too? What took you so long? Can't you see that the enemy is all locked and loaded? Huh, Maxi, wasn't Katja with you? Ja, sie ist einfach verschwunden. She was standing on Okita on her sickbed. I see. Oh, that Kacha. No matter, she'll be back when she gets hungry. And you're a Hichikadi, was it, of the Shinsengumi? Well,
What's your assessment of the enemy, then? There's too many. Our only option would be to pin them down with a feint and then have a separate unit flank them. I thought your little manslayer club was all about playing at being soldiers, but maybe I was wrong. I had more or less the same idea, in fact. I guess you've got at least a little tactical sense. But you're a bit lacking in numbers. So what? You work with what you've got. That is what it was about. Okita, you flank them. I'll handle the fiend at their front lengths. And no, it's fine, I'm fine. You're not fine! Just hear me out. I'll lead the fiend attack from the front. It's the best fit. Most of my troops carry matchlock guns and aren't mobile. That leaves everyone else free to a flanking maneuver. What do you think? Pretty cunning, huh? A united front with Nobu and the Shinsengumi. I see. That is a good idea, especially considering the source. We are understaffed. What do you think, Mr. Hijikata? Fine. I guess that'd be better than losing. Nobunaga, after all your big talk, you better not mess this up. Of course! If you guys aren't careful, I take you all out together. So you'd be better head out like you're planning not to come back. Maxi, what are you going to do? Komm mit Nobu natürlich! Haha! Now you'll get a real lesson in my famous three-line formation. This will be a glorious race to see who can win the greater honor on the battlefield. Matchlock troops, ready yourself. Yes, a race to glory. We'll not lose to the likes of her. Shinsengumi, advance! Okay, die nächste Schlacht steht voran. Und hat ja Nobunaga sich hier richtig Sorgen um Okita gemacht? Oh, wie süß. Nobunaga hat Gefühle. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist der große Twist der Geschichte. Nun gut, wir machen an dieser Stelle erstmal wieder einen kleinen Cut. All Masters face off in opposing armies. Oh, das lesen wir uns. Oder, Leute, das lesen wir uns beim nächsten Mal durch. Denn jetzt machen wir einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Falcon Order. Bis dann, auf Wiedersehen.